Hallo ich, meine lieben Zockerfreunde, und willkommen zurück zu Dungeon Defenders 2. Ja, beim letzten Mal hatten wir ja schon mit der Kampagne weitergemacht im Schwierigkeitsgrad 25++ im Hard Mode. Deswegen würde ich auch gleich mal an der Stelle einsteigen. Ich weiß gar nicht, was wir als letztes hatten. Welche Karte? Ich muss mir kurz überlegen. Ich glaube, es geht mit Craystone Plaza weiter. Ich mache das einfach mal. Ach stimmt, genau. Ich wollte das ja letztens noch aufnehmen, aber da kam mal die Patch-Nachricht, dass die Server gewartet werden, beziehungsweise, naja, also die Patch-Server werden runtergefahren und dementsprechend wurde natürlich auch das Spiel beendet. Deswegen konnte ich das nicht aufnehmen. Deswegen geht's hier natürlich jetzt weiter. Und ich bin heute mal ein bisschen faul. Ich baue das mal hier direkt alles hier kompakt auf dem Haufen. Weil normalerweise... Ich bin gerade am überlegen, ob ich den richtigen Charakter hier... Ja, okay. So, jetzt haben wir nämlich ein bisschen mehr Platz hier. Und ich kann mir das quasi oben sparen, denn ich habe das ja sonst mal überall verteilt gebaut in der Karte, aber da habe ich jetzt irgendwie nicht so wirklich Lust drauf, deswegen mache ich das einfach mal so. Alles mal ein bisschen auf dem Haufen hier, ein bisschen kompakter zusammenstellen. Und ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe es ja schon, weil eigentlich sollte es nicht das Problem sein. Ich habe jetzt auch entsprechend die Reichweite. Man sieht das ja hier, wie weit die Türme schießen können. Sollte also alles passen. Ah, komm, den kriegen wir auch noch hin hier. So, hier könnte es ein bisschen tricky werden, glaube ich. Denn er müsste ja auf jeden Fall den ganzen Bereich abdecken. Damit natürlich auch die ganzen Flugviecher mit abgeknallt werden, die da hier lang geflogen kommen. So, gebufft sind die auch jetzt durch die Boost-Aura, das ist sehr schön. Können wir gleich hier noch weiter bauen. Ja, das ist wirklich so ein bisschen die faule Variante. Ich hoffe, die funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Aber ich denke mal schon. Na, baust du das wohl hin da? Ja, und ich bin natürlich am Überlegen jetzt schon die ganze Zeit, ob ich jetzt vielleicht nicht doch nochmal Dungeon Defenders 1 Let's Play mache. Denn ich habe das mal ausgegraben wieder und es ist immer noch cool, es gefällt mir immer noch sehr gut. Im Prinzip ist ja, ja, das habe ich ja auch 400 Stunden gespielt und es macht halt wahnsinnig viel Spaß, gibt halt viel Karten. Und solange hier halt ein bisschen der Content bei Dungeon Defenders 2 noch fehlt, könnte ich da vielleicht noch für Dungeon Defenders Begeisterte irgendwie noch ein bisschen was nachschieben. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwie Interesse dran habt, dass ich da mal ein bisschen was zeige. Vielleicht mal die Kampagne oder mal ein paar Karten im, ja, in den höheren Schwierigkeitsgraden, ein paar Challenges oder was auch immer. Könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr das mögt. Dann erstelle ich da auch entsprechend was. So, also eigentlich soll jetzt hier nichts mehr passieren. So, genug gebaut. Fangen wir mal an. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erwähnt hatte. Ich habe jetzt einen Mönch noch hochgezüchtet. Einen Booster-Mönch, der im Prinzip nichts anderes macht, als die Boost-Auren zu bauen. Denn dadurch haben die natürlich wesentlich mehr Lebenspunkte. Ja, das ist in Ordnung. Ja, denn da haben die Booster auch mehr Lebenspunkte. Die halten also quasi länger. Man muss sie nicht die ganze Zeit reparieren. Das ist ein bisschen nervig. Wenn man das... Ja, ist ein bisschen nervig, wenn man das irgendwie mit dem anderen Mönch halt kombiniert. Die Auren haben da einfach viel zu wenig Lebenspunkte. Und das kann man dann halt im Prinzip vergessen. Da ist man nur am Reparieren. Ist nicht so geil. Ja, aber jetzt fällt mir gerade mal so auf, was hier so fehlt.
nämlich irgendwie die Frosttürme vergessen. Naja, gut, ist glaube ich nicht so wichtig. Sollte auch so funktionieren. Wenn die Türme hier vorne ein bisschen aufgerüstet sind, dann hauen die eh alles weg. Ist jetzt nicht ganz optimal gebaut, das merkt man ja hier vorne, gerade da in dem Bereich. Da ist ja die Türme nicht mal zu viel Schaden. Schön laut hier. Wo kommt mir das so vor? Gerade eben die Kopfhörer ein bisschen leiser gemacht. Sonst fliegen mir irgendwann noch die Ohren weg und das wollen wir ja nicht. Ich möchte ja schon noch hören, was hier los ist. Auf jeden Fall die Reichweite hier ein bisschen erhöhen, wenn man die aufrüstet, dann schießen die natürlich auch ein bisschen weiter, gerade für die Bereiche hier oben und hier unten ist das nicht so ganz unwichtig. Ach, ich habe keinen Mana mehr oder nicht genug Mana. Sehr schön, Runde 1 problemlos gemeistert, genauso wie sein soll. Und demnächst, schon mal als kleine Vorankündigung, wird es nach der Kampagne, nach der 25++ Kampagne, auch endlich Incursions geben. Der höchste Schwierigkeitsgrad. Da werde ich einiges zu zeigen, ein paar Videos. Die Charaktere müssten jetzt eigentlich soweit sein, dass sie das gebacken kriegen. War schon ein bisschen Ausrüstung gesammelt jetzt. So dass es kein Problem sein sollte. Und ich werde mal versuchen, Solo hinzukriegen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn man die im Team spielt. Das ist aber völlig normal. Aber es sollte eigentlich auch machbar sein. Und wenn nicht, dann kann man ja zumindest mal ein bisschen Lehrgeld sammeln, wenn man halt die Incursions halt irgendwie mal probiert und schaut, wie es läuft und ob es funktioniert etc. Sollte also nicht das Problem sein. Ja, ich habe beim Ritter jetzt einfach mal ein bisschen weniger Defense Power insgesamt. Dafür habe ich jetzt aber einen Helm angezogen. Der hat jetzt selber keine Defense Power, dafür aber 20% höhere Reichweite von Türmen. Und das merkt man schon extrem. Also, wie gesagt, das, was ich da an Defense Power und Defense Speed verloren habe, quasi an DPS, das ist eigentlich zu vernachlässigen. Dafür, dass die Türme ja im Prinzip viel früher feuern können. Da holen die das locker wieder rein. Das war jetzt irgendwie, ich weiß nicht, insgesamt vielleicht 50 oder 60 Defense Power und irgendwie 30 Speed oder so. Also das ist wirklich zu vernachlässigen dafür, dass die Türme halt einfach eine 20% höhere Reichweite haben. Das ist schon ziemlich cool. Hat es lange hin und her überlegt, ob ich das tatsächlich machen soll oder nicht. Und dann habe ich einfach mal gedacht, ach komm, ich probier's mal. Und ich meine, das ist ja eigentlich logisch, ne? Das bisschen an DPS, was da flöten geht, ist ja natürlich durch eine große Reichweite auf jeden Fall kompensierbar. Ja, so eine kompakte Bauweise für Faule ist natürlich auch mal ziemlich cool. Gerade wenn man nicht irgendwie Bock hat, im ganzen Level rumzurennen. Oder wenn man vielleicht einen Charakter hat, der nicht schnell unterwegs ist. Das kann ja durchaus mal passieren. Der Ritter, den ich jetzt hier habe, der ist ja auch nicht wirklich schnell. Wenn man nicht irgendwie Run Speed oder sowas auf Items hat, dann ist das natürlich mal ein bisschen öde, wenn man halt wirklich so langsam im Level unterwegs ist. Muss man aber ein bisschen aufpassen, dass man von A nach B halt auch möglichst schnell kommt. Und gerade in solchen Karten, wo ich dann immer weit auseinandergebaut habe, ist es immer ein bisschen blöd. Gerade wenn man von da drüben irgendwie ganz hier rüber muss, zu der Seite hier, wo man sieht, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Sehr schön. So, ich gehe Mana holen, neue Runde starten und dann kann ich ihn ja währenddessen noch aufrüsten. Sollte ja nicht das Problem sein.
Ach, jetzt kommt schon ein Miniboss. Ist ja interessant. Dann rüste ich mal die Seite hier noch ein bisschen auf, würde ich sagen. Ach, ein Knochengolem kommt da, ich sehe es schon. Sollte jetzt nicht das Problem sein, die Türme, also die Kanonentürme, die stunnen ja auch die Gegner. Gerade bei den Minibossen ist es halt gut. Denn die kommen dann einfach nicht mehr voran, machen keinen Schaden. Also wenn man braucht natürlich ein bisschen Glück. Die Stun-Chance ist jetzt ein bisschen reduziert, weil ich jetzt irgendwie auch Items abgelegt habe, die das erhöht haben. Ist jetzt, glaube ich, noch bei, ich müsste lügen, 15% oder sowas. Ist jetzt nicht so wenig, aber gerade bei der Feuerrate von den Türmen. Wenn die halt schnell feuern, dann merkt man das auf jeden Fall auch. Na, man sieht, er steht da rum und kommt nicht voran, der Knochengolem da. Oh, mal ein ganzes Zeug hier einsammeln. Manchmal habe ich das Gefühl, es schwankt hier tatsächlich, was an Gegnermassen ankommt. Also gerade jetzt auch schon wieder über 400 Gegner. Das ist eigentlich relativ ungewöhnlich, finde ich. Dadurch dauern die Runden natürlich auch um einiges länger, aber trotzdem nichts im Vergleich zu den, ja, endlos Runden, will ich jetzt nicht sagen, zumindest zu den Runden bei Dungeon Defenders 1, da gab es ja wirklich teilweise ein paar tausend Gegner, gerade wenn man in den Challenges gespielt hat oder sowas, oder gerade bin ich schon kaputt hier, der blöde Magier da oben. Ja, in den Challenges oder in den Survival-Runden oder sowas, da hatte man schon echt ja wirklich tausende von Gegnern niedergemetzelt, um überhaupt da voranzukommen. Aber das war halt irgendwie cool. Ja, meine ganzen Charaktere existieren alle noch halbwegs brauchbar ausgerüstet. Ich meine, nach 400 Stunden investierter Spielzeit darf man ja auch gerne mal erwarten, dass die Ausrüstung halbwegs brauchbar ist. Und wie gesagt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da irgendwie mal Dungeon Defenders 1 Gameplay-Videos hier auch bei uns sehen wollt im Kanal, dann einfach unten einen kleinen Kommentar da lassen. Und dann schauen wir mal. So, schon mal nächste Runde starten. Es dauert hier sonst so lange, bis die Gegner alle kommen. Ich meine, jetzt kommen auch wieder 316 Gegner angelatscht. Ja, man sieht es auch schon hier in der Mitte jetzt, was ich gesagt habe am Anfang. Der Booster-Mönch, der nur für die Boost-Auren zuständig ist, der hat im Prinzip ja Items mit plus Boost-Aura, Defense-Boost angelegt und natürlich Defense-Health. Dass sie einfach länger leben, die Dinge. Also das, gerade mit der Masse an Türmen hier, das Ding wäre ruckzuck leer, hätte man da, weiß ich nicht, einen normalen Mönch, der wirklich nur auf Auren geht, auf Defense Speed und Defense Power, da wäre das Ding ruckzuck leer. Und das ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen anders. Ist natürlich ein bisschen, ach, das war schon mal die Daily Quest. Das ist schon mal ein bisschen schwieriger, weil gerade natürlich dadurch kann ich die Boost, die Blitzaure nicht mehr nehmen, denn man kann ja nur drei Charaktere im Heldendeck haben und da habe ich jetzt den Mönch drin, also den Boost-Mönch, den Mage habe ich drin, neu im Gepäck sozusagen, weil der auch schon halbwegs brauchbare Ausrüstung hat jetzt und ich habe natürlich den Ritter und es ist einfach kein Platz mehr für einen zweiten Mönch. Ich könnte natürlich den Magier raushauen und dafür dann halt den Auren-Mönch nehmen, aber ich weiß nicht, also irgendwie das Hin- und Hergerannte mit den Auren, das ist halt immer ein bisschen schwierig, weil der auch
relativ wenig Defense Health hat. Also das ist halt natürlich ein bisschen blöd. Irgendwas Brauchbares. Fühle ich mich nicht. Und dann muss man natürlich die Blitzauren auch ständig reparieren. Und ich finde es hier so ein bisschen bequemer, wenn man einfach halt wirklich ja, die einzige Boost-Aura da im Auge behalten muss. Ansonsten muss man ja nicht die ganze Zeit rumrennen und man kann sich jetzt halt immer aufs Killen von Monstern konzentrieren. Mache ich jetzt natürlich nicht, weil die Türme auch alles so machen. Klar. Aber es ist auch mal ein bisschen bequemer auf die Art und Weise. Ist halt auf jeden Fall auch überschaubarer, das Ganze hier. Ne? Wenn man hier rumsteht, so mitten um das zu verteidigende Ziel drumherum, quasi mit seinen Türmen, dann hat man echt einen chilligen Tag. Solange es die Türme denn gebacken kriegen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, ja, wenn natürlich hier irgendwas schief geht und die Türme das nicht auf die Reihe kriegen, hier irgendwie noch was kaputt zu machen, dann ist die Kacke am Dampfen, weil die stehen natürlich dann direkt auch vom vom Verteidigungspunkt und die machen alles kaputt, dann ist klar. Muss man einfach mal aufpassen. So, was kommt da unten? Da haben wir einen Oger. Und zwei kleine Gegner noch. Die habe ich gar nicht registriert. Macht aber nichts. Sollte auch nicht das Problem sein. Aber ich baue mal nach hier unten auf jeden Fall noch ein bisschen die Türme aus, denn wenn der Oger da kommt, den möchte ich natürlich dann auch ruckzuck weg haben. Ich glaube, das war schon mal Zwischengegner Nummer 1, den hat sie gerade zerbröselt. Man sieht es ja, das ganze Zeug, was hier rumliegt, das droppt auf alle Fälle nicht nur von einem normalen Gegner. Ja, das meiste davon ist natürlich auch nicht unbedingt brauchbar, aber man kann zumindest dadurch auch mal ein bisschen Geld sammeln. Das ist auch gar nicht so unwichtig, wenn man halt Ausrüstung irgendwie ein bisschen leveln will oder sowas. Gerade wenn man öfter mal Ausrüstung wechselt oder halt verschiedene Sets haben will oder was auch immer, keine Ahnung. Da hat man natürlich auch das Problem, man braucht ein bisschen was an Gold. So, das war schon mal der Oger, hat sich ja schnell zerbröselt. Mensch, sind nur noch 200 Gegner hier. Knapp. Oh, das ist knapp. Ein bisschen mehr als 200 Gegner. Ja, ne? So eine Runde dauert dann schon mal ein bisschen, wenn die hier gerade so in Massen kommen. Ist wie gesagt auch nicht immer so. Das schwankt so immer ein bisschen. Aber die Feuerballtürme räumen dann natürlich auch entsprechend auf. Die sind quasi der Ersatz jetzt für die fehlenden Blitzauren. Ohne die geht es halt nicht wirklich gut, denn man muss natürlich auch mal berücksichtigen, gerade wenn hier so Gegnerhorden kommen, wie hier zum Beispiel, wenn da alles voll ist mit kleinen Mini-Scheißgegnern, da kommen die Kanonentürme einfach nicht hinterher, weil die einfach überhaupt nicht, die machen keinen AE-Schaden. Und so schnell können die auch die kleinen Gegner nicht weghauen. Dafür sind halt die Feuerballtürme gut. Man sieht es ja, im Prinzip ist hier vorne Schluss, da kommt keiner mehr vorbei. Aber interessant, dass der Kleine das jetzt gerade noch durchgeschafft hat, der kleine Kamikaze-Bomber hier.
Irgendwo fehlt hier noch einer. Ach, da hinten. Ja, die haben immer ein bisschen ein Problem hier, die Kamikaze-Flieger. Irgendwie kreisen die öfter mal irgendwie in der Luft und kommen halt nicht voran. Ich weiß nicht, warum das so ist. Scheint bei denen irgendwie ein bisschen buggy zu sein, die KI, das Pathfinding. Epischer grüner Loot, yay. Da kommt immer Freude auf. Welch Freude. Joa, ne, dann hätten wir die Karte auch schon wieder geschafft. Ging ja wieder relativ zügig. Loot, naja, kann man ein bisschen vernachlässigen, glaube ich. Das ist nicht so wirklich brauchbar. Im Prinzip ist jetzt halt so der Bereich oder der, ja, der Zeitraum angebrochen, wo man eigentlich im Prinzip nur nach Legendary Loot sucht. Denn gerade die mystischen Sachen, die haben natürlich auch ein Maximal-Item-Level, was ich glaube bei 120 liegt oder 150, bin mir nicht ganz sicher. Und gerade wenn man auch die Incursions machen will, da braucht man einfach Items mit Power-Level 150 oder keine Ahnung. Also rein theoretisch, wenn man in einer Gruppe spielt, geht es auch mit deutlich weniger, das ist auch gut. Aber man möchte natürlich auch irgendwie vorankommen. Aber wenn man gerade solo unterwegs ist, so wie ich das meistens mache, dann sollte man auf jeden Fall schon ordentlich Item-Power haben. Und ja, ich würde sagen, danke schon mal fürs Zuschauen. Lasst mir ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten beim nächsten Mal einschalten, dann geht's hier weiter bei Dungeon Defenders 2. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.